Ist die Verschwörung um Karen Reed echt und sie damit ein Opfer oder ist sie die Mörderin ihres Partners? Karen Reed ist des Mordes zweiten Grades angeklagt und plädiert auf unschuldig. Wir tragen die Beweise und Argumente zusammen, die die Verteidigung von Karen Reed und investigativjournalisten zutage gefördert haben und tauchen tief hinab in den Kaninchenbau. In diesem Livestream beleuchten wir diesen vielschichtigen True Crime-Fall, der jetzt gerade verhandelt wird und bei dem die Wahrheit schwer zu erkennen ist. Hallo alle zusammen, ich darf euch begrüßen zu diesem Stream, vor dem ich ein bisschen aufgeregt bin. Ähm, es ist nämlich wirklich eine Menge Holz. Ich muss kurz ein bisschen das Licht regulieren. Ihr merkt schon, der Hintergrund ist so komisch beleuchtet. Ne? Ihr werdet gleich sehen, was das für eine Bewandtnis damit hat. Aber ähm, bis dahin bleibt nur noch zu sagen hallo alle und viel Spaß bei dem was jetzt kommt was jetzt kommt ist etwas mehr als Spekulation und etwas weniger als Beweise noch es geht um einen Fall der gerade verhandelt wird es geht um die Frage wie starb John O'Keefe überfuhr ihn tatsächlich Karen Reed oder ist die Version der Verteidigung tatsächlich das, was passiert ist? Anträge im Prozess legen nahe, dass die Verteidigung von Frau Reed faules Spiel wittert und dass die Person, vor deren Haus die Leiche gefunden wurde, etwas damit zu tun haben könnte. Und nicht nur er, der Hausbesitzer. Übrigens, kurioserweise, war der Besitzer des Hauses, Brian Albert, ebenfalls Polizeibeamter. Es gibt also Leute, die Hunderte von Stunden in diesen Fall investiert haben und ähm, nämlich nicht nur die Behörden in den USA, sondern Journalisten, die die kleinsten Aspekte dieses Falls sich ansehen, Details zusammentragen. Und einer muss spezifisch genannt werden, nämlich Aiden Kearney, alias Turtle Boy, wie er sich nennt, der einen Newsblog betreibt und investigative Recherchen anstellt. Er ist keine unstreitbare Figur, aber seine Hartnäckigkeit zumindest, mit der er ermittelt und nicht locker lässt, ist manchmal fast schon beängstigend. Wir machen heute also eine nicht ganz erschöpfende Zusammenfassung des Ganzen und beginnen hier. Wir beginnen mit Karen Reed und merkt euch dieses leere Blatt Papier, das ihr da vor euch seht. Karen Reed also. Wenn ich es hinkriege, erzähle ich euch noch mehr über sie. Karen Reed wird also des Mordes angeklagt, zweiten Grades an John O'Keefe. Das Mordopfer. Ein Polizeibeamter war ihr langjähriger Partner. Sie fand die Leiche zusammen gegen 6 Uhr früh, zusammen mit einer gewissen Frau namens Carrie Roberts, und zwar fand sie sie hier. Um genauer zu sein, auf diesem Grundstück, aber nicht direkt da, was wir hier sehen, sondern ein bisschen weiter drüben. Das ist dasselbe Haus. Wir gucken gerade aufs Haus, auf die Einfahrt. Jetzt haben wir unseren Kopf ein bisschen nach links gedreht und gucken quasi die Straße runter. Hier schauen wir quasi von der anderen Seite. Sehen die Einfahrt aus dem an, aus einem anderen Winkel. Gerade noch standen wir da, wo jetzt das Polizeiauto ist oder ein bisschen weiter hinten. Und hier also. Das hier unten ist ein Feuerhydrant, zwischen Feuerhydrant und fahnenmast wurde diese Leiche gefunden, wo so ein bisschen der Schnee ausgetreten ist. Und ich glaube, Turtleboy himself war es tatsächlich, der sich da so hingelegt hat, wie das ganze so aussieht im Sommer. Wir merken zwei Dinge: Eine Sache ist: die Person liegt im Gras. Die Person, da wo Okief gelegen hat, befindet sich Gras. Das ist kein harter Boden, das scheint Erdboden zu sein, da liegen keine Steine. Das ist das Erste. Merkt es euch. Das Zweite, was wir sehen ist, nun ja, diese Person liegt einfach drei Meter entfernt von der Straße. Das wird ebenfalls wichtig sein. Wer wurde also ermordet? Es wurde ermordet John O'Keefe. John O'Keefe. Seines Zeichens war Bostoner Polizeibeamter. Er ist das Mordopfer. Er hat und das wird später auch wichtig, eine adoptierte Nichte und einen adoptierten Neffen, die eng mit den McCabe Töchtern waren. Und jetzt fragt ihr euch, mein Gott, wer zum Teufel ist denn McCabe? Wer sind denn die McCabes? Und ich stelle sie euch vor, die McCabes, denn wir haben hier Jen McCabe. Und das Spannende an Jen McCabe ist, dass Jen McCabe eine Person ist, die genauso wie Karen Reed die Leiche gefunden hat. Ich habe ja eingangs erzählt, sie war Karen Reed war nur eine der Personen. Und die Personen, die diese Leiche gefunden haben, sind alle mit so einem roten Punkt markiert. Jen McCabe zusammen mit Karen Reed und einer weiteren Frau, nämlich einer gewissen Carrie Roberts, haben also John O'Keefe um 6 Uhr früh gefunden. Erstmal zu Jen McCabe. Jen McCabe ist die Schwester von Coco Albert. Und jetzt fragt ihr euch, mein Gott, wer ist denn Coco Albert? Und ich sage es euch: Coco Albert ist die Frau von der Person, der das Haus gehört. Beziehungsweise von denen, wo das Haus seit Jahren in Familienbesitz ist, nämlich von Brian Albert. Wir haben hier Brian. Und wir haben hier Nicole, auch Coco genannt. Von der wir leider kein Bild haben. Erstmal zu den Personen, die die Leiche gefunden haben. Jen, also die Schwester von Nicole, von, von dem Ehepaar, dem das Haus gehört, vor dem John McKeefe hier oben gefunden worden ist, googelte: Das ist wörtlich, was sie googelte. Hoss long to die in cold. Was wohl heißen sollte, how long to die in cold, was übersetzt heißt, wie lange dauert das, bis man an Kälte stirbt? Das Interessante ist jetzt, dass sie das Ganze um 2.27 Uhr googelte. Und später, nachdem die Leiche gefunden worden ist, wie gesagt von ihr, zusammen mit der Angeklagten Karen Reed, zusammen mit Carrie Roberts, Später googelte sie mit demselben Schreibfehler, und wir wissen, wie diese Schreibfehler entstehen, wenn man sich einmal vertippt, ist es ist bei manchen Handys so, dass dieser Fehler übernommen wird, googelte mit demselben Schreibfehler von ihrem Handy aus um 6.24 Uhr dieselbe Frage. How long to die in cold? Mit demselben Fehler. Ihre Kinder sind also befreundet mit der O'Keefe-Nichte. Also die Kinder von Jen sind mit Johns nichtem befreundet. Sie organisierte unter anderem einen Fundraiser für O'Keefe und sie rief einen gewissen Tom B dreimal an zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr. Wir kommen noch auf Tom B zu sprechen, aber wir konzentrieren uns erstmal auf die Leuten, die John Keefe gefunden haben. Weiters gefunden hat die noch, also Carrie Roberts. Carrie Roberts, ihres Zeichens, eine Freundin von O'Keefe, war mit Jen McCabe und Karen Reed, also beim Fund der Leiche dabei, um circa 6 Uhr früh. Und hat behauptet in ihrer Aussage, die wir im letzten Video bereits uns angesehen haben, dass sie, dass nur Karen die Leiche bemerkt hat. Jetzt übrigens, nachdem äh, die Sache verhandelt wird und alle bis auf Karen aus dem Schneider sind, verbringt sie relativ viel Zeit mit Jen McCabe und echot alles, was sie sagt. Wir führen uns nochmal zu Gemüte, wo diese Leiche gefunden worden ist. Nämlich da. Hier, dieses Trickbild sozusagen. Und das ist ganz spannend. Wir können uns also vorstellen, die sind also die Straße da entlang gekommen, vielleicht ja aus der Seite, gucken nach links und da ist nichts. Da ist kein, im, im, Sommer, äh, im Winter ist da kein Gesträuch, kein Gebüsch, kein gar nichts, sondern nur der Fadenmast und Schnee. Und es war dunkel zugegeben zu dem Zeitpunkt oder relativ dunkel, erst kurz nach Sonnenaufgang und die Witterung war sehr, sehr schlecht, weil es geschneit hat. Aber sie behauptet also, Karen war die einzige Person, die die Leiche vom guten John O'Keefe gefunden hat. John O'Keefe, seines Zeichen übrigens, nicht äh, gerade eine kleine Gestalt im Sinne von, der ist relativ groß der Mann. Wir kommen nochmal zurück zu den Hausbesitzern, zu den Alberts. Brian Albert, ihr seht ihn hier in einem Bild, das interessanterweise ich von IMDb habe. IMDb, für alle, die das nicht kennen, ist eine Plattform, wo man Filme, Schauspieler, Produktionsfirmen, alle möglichen Gewerke von Filmen ähm, tracken kann. Das wird gerne von Leuten benutzt, um Filme zu bewerten. Das wird auch von Profis benutzt, um Projekte im Auge zu behalten und Kollegen im Auge zu behalten. Und das ist tatsächlich ein Foto von IMDb, weil Brian Albert interessanterweise bei einer Reality-TV-Sendung, und zwar Boston's Finest, dabei war als Polizeibeamter. Denn Brian Albert ist Sergeant des Boston PD, des Bostoner Police Departments. Er ist außerdem Mixed Martial Arts-Kämpfer. Und was sehr, sehr interessant ist: Die Alberts von denen wir gleich noch einige kennenlernen, einige, sage ich euch, haben einen Hund besessen. Einen sieben Jahre alten Schäferhund. Und dieser Schäferhund wurde nach dem Mord verkauft, komischerweise. Außerdem ist mit dem Haus etwas Interessantes passiert. Die Kellerböden im Haus, und ich glaube andere Böden auch, wurden neu gemacht. Und schließlich wurde das Haus verkauft. Das Haus... Müssen wir bedenken, dass seit Generationen in der Familie ist, wurde 850.000 Dollar billiger verkauft, als es hätte sein müssen. Und wir haben ja gerade den Hund erwähnt, darum lassen wir ihn auftreten. Hier. Das ist ein Hund. Das ist leider kein guter Hund in diesem Fall. Wir müssen ein bisschen bedenken, das ist ein Symbolbild links. Das ist nicht der Hund, aber so sah er aus. Ein deutscher Schäferhund, sieben Jahre alt. Interessanterweise. Ähm, wurden also verletzungen auf okiv gefunden die bisse hätten sein können beziehungsweise kratzspuren von krallen. die verteidigung gerade sucht nach dem hund und ähm, brian senior also dieser mann hier rechts im bild mit dem bild der hatte diesen hund diesen diesen hund diesen hund sein ganzes leben lang was jetzt spannend also ist wir merken es gibt da einige dinge. Es gibt da einige Dinge, die sich irgendwie mit diesem ganzen Bild von Karen hat John überfahren nach einem Streit? Es wird behauptet, sie hätten sich gestritten oder es gäbe Voicemails, wo Karen John sagt "I hate you". Das scheint nicht so richtig zu passen. Ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass einige Leute ähm, umrandet sind mit so einem orangen ähm, mit so einer orangen Umrandung. Das sind die Leute, die zum Tatzeitpunkt im Haus waren. Im Moment haben wir hier vier an der Zahl. Wir gehen mal davon aus, dass John im Haus war. Warum? Sage ich euch gleich. Wir gehen mal, äh, wir wissen, dass Jen McCabe im Haus war. Wir wissen, dass Nicole Albert im Haus war. Wir wissen, dass Brian Albert im Haus war. Und wir wissen auch, dass Chloe, hier der Hund, im Haus war. Warum also sage ich, warum, warum machen wir also das Ganze? Warum gibt es überhaupt diese, diese, diesen Ruch einer Verschwörung? Warum sagen wir nicht einfach, ja gut, die haben sich gestritten, Karen hat ihn überfahren, äh, mach doch der Hund drauf, sage ich das mal YouTube-freundlich. Weil es einige Ungereimtheiten gibt, von denen wir gerade schon eine, ähm, eine kleine Zehe reingehalten haben. Nämlich die Autopsie. Das sind Fotos, ah, okay. Ganz kurz, Disclaimer. Leute, die Bilder von Verletzungen nicht gewohnt sind, Triggerwarnung. Es tut mir leid, ich habe sie, ich habe die gerade einfach so aufploppen lassen. Jetzt gibt es Bilder von Verletzungen. In 3. Alle, die das nicht abkönnen, wegsehen. In 3, 2, 1. Das sind Bilder der Autopsie. Wir machen es kurz. Unten sehen wir die Wunde, die John O'Keefe mutmaßlich aus wahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit außer Gefecht gesetzt hat. Eine Wunde am Hinterkopf, wie es aussieht mit etwas, was eine Kante hat, eine Platzwunde. Und wir haben an seinem Arm Wunden, die nicht so richtig mit stumpfer Gewalt an Wirkung zusammenpassen wollen. Das sieht aus wie Kratzspuren. Und wir fragen uns also, wenn also das Ganze stattgefunden hat auf einem Rasen, der zudem und das diese Bilder sind wenige Stunden gemacht, nachdem der Mord passiert ist. Es war derselbe Tag. Wenn also auf dem Rasen keine Steine waren. Wenn, auf dem, wenn, der, wenn die Leiche drei Meter von der Fahrbahn weggefunden worden ist, wie zum Henker kamen denn dann bitte diese Verletzungen an seinen Körper? Woher kommt die Verletzung am Kopf? Woher kommen die Verletzungen an den Arm? Und das sind nicht die einzigen Ungereimthe Ungereimtheiten. Wir hatten ja gerade schon einige erwähnt. Die Leiche war also drei Meter von der Fahrbahn entfernt. Er hatte John O'Keefe nur Verletzungen am rechten Arm. Und ähm, an den Händen auch und am Kopf. Nichts am Bauch. Was ja naheliegen ja nahe würde, wenn ein Mann steht oder eine Person steht und sie angefahren wird, passieren viele Verletzungen in der, im Rumpfbereich. Sozusagen eher weniger, dass es so Schürfwunden sind hier und diese Platzwunde entsteht dabei auch nicht so richtig. Der Todeszeitpunkt wird von einigen Leuten. Für den meisten Leuten benannt mit vor 1 Uhr. Die Autopsie sagt, es muss vor 1 Uhr passiert sein. Der Schneefall an dem Tag sagt, es muss vor 1 Uhr passiert sein, weil er leicht mit Schnee bedeckt war. Es gibt aber einige Probleme. Wenn der Todeszeitpunkt wirklich vor 1 Uhr war, warum hat denn dann niemand gesehen? was passiert ist. Wir werden gleich noch darauf kommen, aber wir werden feststellen, dass nachts vom, vom Zeitraum von 12 Uhr bis 6 Uhr morgens also von 12 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens reger Verkehr um die Fairview Road geherrscht hat. Dass niemand diese Person gesehen hat, dass niemand gesehen hat, wie sich alles zugetragen hat, scheint schlichtweg nicht einleuchtend. Und, was ihr noch seht, das Bewegungsprofil seines Handys scheint nicht zu passen. Was meine ich damit? Dass, wie wir bereits aus anderen Fällen wissen, ist es so, dass man heutzutage wahnsinnig viel Informationen aus Handys erwirken kann. Die Ordnungshüter, die Strafverfolgungsbehörden in den USA, Ermittlungsbehörden, benutzen hauptsächlich ein bestimmtes Programm um Daten zu extrahieren. Das nennt sich Cellbright. Und Cellbright extrahiert so gut wie alles. Also eigentlich wirklich alles. Cellbright bleibt nichts verborgen. Man kann sein Handy bereinigen, Daten löschen, das Handy physisch unbrauchbar machen, wobei das funktioniert teilweise. Cellbright findet alles. Gelöschte Dinge findet wie man das Handy benutzt, wann man aufwacht, wann man aufsteht, wann man schlafen geht, wann man sich bewegt, wann man sich nicht bewegt, sogar wenn man Stufen steigt zum Beispiel. Und hier haben wir also einen Auszug aus der Analyse von John O'Keefe's iPhone. Und iPhones, wenn ihr ein iPhone besitzt, da gibt es so eine Gesundheits-App, das heißt auf Englisch Health App, falls ihr das auf Englisch benutzt. Das zeichnet eure Schritte auf. Das zeichnet interessanterweise wenn ihr bestimmte Gadgets habt, wie Apple Watch sogar Puls auf, glaube ich, und äh, es zeichnet aber auch Höhenmeter auf, die man zurückgelegt hat. Interessanterweise steht also Folgendes in der Analyse von John O'Keefe's iPhone. Ich habe also die gesundheitsbezogenen Daten analysiert, die aus der USF Evidence Nummer so und so erwirkt worden sind, nämlich ein forensisches Image von john o'keeffe's iphone 11. ein image ist ein digitales abbild in dem fall. wenn ein benutzer eine applikation, eine app, eine app die berechtigung gibt, informationen aufzuzeichnen, kann das betriebssystem des iphones eine, ein breites spektrum an aktivitäten aufzeichnen und an gesundheitsbezogenen daten, wie ich es euch ja bereits gesagt habe. folgende informationen wurden von O'Keefe's Health App erwirkt. Und das der Mord hat sich also ereignet am 29. Januar 2022. Und zwischen 12 Uhr nachts und 6 Uhr morgens gab es also folgende Daten: Von 12.11 und 9 Sekunden bis 12.21 und 5 Sekunden hat O'Keefe 170 Schritte gemacht. Das sind also grob 100 Meter. Von 12.21 Uhr und 10 Sekunden bis 12.24 und 22 Sekunden hat er nochmal 87 Meter gemacht. Und jetzt kommt's. Von 12.21 Uhr und 14 Sekunden bis 12.24 und 37 Sekunden und wir merken, der Zeitraum, der Zeitraum sozusagen, den ich jetzt nenne, der ist, ähm, der überlappt sich mit dem, den ich eben genannt habe, ist er. Rauf oder runter gegangen, drei Stockwerke. Er hat also einen Höhenunterschied von drei Stockwerken zurückgelegt. Und jetzt um 12.31 Uhr und 56 Sekunden bis 12.32 Uhr und 16 Sekunden macht sein Handy nochmal 25 Meter. Danach nichts. Das Handy bleibt also so, wie es ist, bis es am nächsten Morgen und jetzt kommt ein weiteres Ding hinzu, unter ihm gefunden wird. Das heißt, stellt euch vor, die Person liegt da, wo wir hier im Schatten jemanden liegen sehen, und zwar genau hier, und das ist tatsächlich ein paar Stunden nach dem Mord. Und das Handy wird also unter ihm gefunden. Und das Handy kann ja quasi nur unter ihm liegen, wenn, was passiert ist, wenn er es in der Hand hat und er dann auf einmal auf den Bauch liegt und auf den Bauch fällt. Oder das Handy hat jemand unter ihm platziert? Fragezeichen Das ist der letzte Punkt, den ich hier habe. Handy unter Leiche und niemand hat das gesehen. Was ist hier los? Warum wird das verhandelt? Wer war noch anwesend in dem Haus? Noch anwesend in dem Haus waren einige Leute. Da war zuerst mal der Ehemann von Jen McCabe, Matt McCabe. Hier ein sehr schönes Bild von ihm. Beides gemacht von Turtle Boy bei einem Lacrosse-Spiel. Er ist also der Ehemann von Jen, die zusammen mit Karen und äh, Carrie die Leiche gefunden hat. Er hat nämlich folgendes gemacht. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es ziemlich viel Traffic gab zwischen 12 Uhr nachts und 6 Uhr morgens. An der Fairview Road, wo der Mord passiert ist, im Vorgarten, vor dem Feuerhydranten und dem und dem äh, Fahnenmast, wo die amerikanische Flagge flattert. Matt McCabe hat um zwei Uhr früh, also nachdem der Mord eigentlich passiert ist, Jen, seine Frau, Sarah Levinson, zu der kommen wir noch, und Julie Nagel, zu der kommen wir ebenfalls, nach Hause gefahren, im Schneesturm und keine Leiche gesehen. Die Personen, die da erwähnt worden sind, nämlich Sarah Levinson und Julie Nagel, waren ebenfalls anwesend. Sarah Levinson und Julie Nagel waren da. Die sind nämlich befreundet mit Brian Albert Jr. Hier haben wir ihn. Brian Jr. Gehen ein bisschen rüber. Julie Nagel wurde um 3 Uhr von den McCabes abgesetzt. Also um 12 Uhr sind sie losgefahren, um 3 Uhr wurde sie abgesetzt. Interessanterweise wurde ihr Name in den Polizeiberichten falsch geschrieben. Sarah Levinson, und auch ihr Name wurde falsch geschrieben, nämlich ohne H, und das ist wichtig in juristischen Dokumenten, und da sollte man sich die Mühe machen, vor allem wenn es um einen Mord geht, die Namen richtig zu schreiben, ist ebenfalls befreundet mit Brian Jr., wurde von den McCabes gegen zwei abgesetzt, also ein bisschen nach zwei, und ihr Name ist falsch geschrieben. Brian Jr. ist der Sohn von Coco, und Brian Senior war zu Hause in der 34 Fairview Road mit Freunden in der Mordnacht. Wer ist also da? Da sind Jen und Matt und Nicole und Albert und Brian und Brian Junior und Freunde von Brian Junior sind da und Chloe der Hund ist da, der später auf mysteriöse Art und Weise aus dem Leben aller verschwindet. Es sind aber noch zwei Personen da, mindestens. Wir haben nämlich Colin Albert. Colin Albert ist der Neffe von Brian Albert. Wir kommen gleich, wer die Eltern von Colin sind. Da kommen wir gleich drauf. Colin Albert ist der Sohn von Chris und Julie. Da kommen wir drauf. Wir wissen von Colin, dass er den Nachbar O'Keefe nicht mochte. Er hat Social-Media-Posts nach dem Mord abgesetzt, wo er mit verletzten Fäusten gezeigt wird. Ferner war er Ringträger bei der Hochzeit von Proctors Schwester. Und wer, wer Proctor ist, da kommen wir auch gleich drauf. <laughs> es ist wirklich von Hundertsten ins Tausend, Leute. Ich sag's euch, dieser Fall ist wirklich Deluxe. Ähm, wir schauen uns erstmal noch den Social-Media-Post an, auf den ich euch hinweisen wollte. Wenn mich nicht alles täuscht, also ist ähm, ist Colin Links zu sehen von uns und auf seiner Hand sind folgende Spuren auf diesem Social Media-Post. Das ist dann nochmal vergrößert. Das bedeutet also, der junge Mann hat auf irgendwas eingeschlagen. Vielleicht auf eine Person? Auf jeden Fall war er in einem Kampf. Es gibt übrigens Autopsiefotos, die ich hier nicht zeigen will, die zeigen, dass ähm, John O'Keefe, und die Autopsiefotos könnt ihr aber leicht im Internet finden, ähm, wo man John O'Keefe's Gesicht sieht. Und John O'Keefe sieht aus, als hätte ihn jemand übel zugerichtet. Wir erinnern uns, Brian Albert zum Beispiel ist ein MMA-Kämpfer. Es gab noch eine Person, die ebenfalls, was Nahkampf angeht, sehr bewandert ist, nämlich Brian Higgins. Der war zu dem Zeitpunkt auch anwesend. Und das ist safe, das ist gesichert. Brian Higgins ist ein ATF Officer. Für alle, die mit den Strafverfolgungsbehörden in den USA nicht so vertraut sind, das ATF ist das Alcohol, Tobacco and Firearms Department. Das bedeutet, das ist eine Behörde, die sich auf, sagen wir mal, sowas wie Rauschgiftverbrechen konzentriert und alles, was dazugehört, zusätzlich dazu. Ähm, sowas wie Waffenschmuggel versucht zu unterbinden. Die haben dann oft mit ähm, Ganggewalt zu tun, oft zu tun eben mit Alkohol und ähm, Zigarettenmissbrauch bzw. Ähm, Schwarzmarkthandel. Und spannenderweise, äh, wer von euch Breaking Bad kennt, Hank, der Bruder von Walt, ist auch. Ähm, nee, der ist beim DEA. Ha, nee, vergesst, was ich gesagt habe. Also, ATF, das ist der Mann hier. Der war ebenfalls anwesend. Er ist ein enger Freund von Brian Senior. Er ist anwesend zum Zeitpunkt des Mordes und er bekommt einen Anruf. Minuten bevor er informiert wird von Brian Senior, dass eine Leiche gefunden worden ist vor seinem Haus, nämlich von einem weiteren Polizeibeamten. Dieser Spur gehen wir gleich nach. Wir wollen aber erstmal uns ansehen, wer alles im Haus ist. Und das sind eine Menge Leute. Wir wissen gesichert, dass neben. Wir lassen mal kurz John O'Keefe außen vor, obwohl wir allen Grund haben zu denken, dass, ähm, dass er anwesend war im Haus. Hier, auf der Tabelle, da steht rechts oben. Anwesenheit 34 zum Tat in Fairview 34 zum Tatzeitpunkt bestätigt, das ist die Legende. Und wir haben also anwesende Personen Matt, Jan, Colin, Nicole, Brian, Brian Jr., Brian Higgins, sehr viele Brians, Julie Nagel, Sarah Levinson und Chloe den Hund. Ich glaube, damit haben wir alle Anwesenden. Es gibt eine Person, von der gemutmaßt wird, dass sie anwesend war, die aber angeblich drei Minuten bevor John O'Keefe... Zusammen mit Karen Reed in einem schwarzen SUV eingetroffen ist, es aber nie ins Haus geschafft hat, offenbar, obwohl ihn danach niemand gesehen hat im Garten. Drei Minuten bevor er also angekommen ist, ist sie angekommen, äh, Entschuldigung, hat sie das Haus verlassen, nämlich Caitlin Albert. Caitlin Albert ist die Tochter von Brian Senior und von Coco und sie verließ. Die Fairview Road, drei Minuten vorm Eintreffen von O'Keefe angeblich. Das Spannende ist, dass sie Ermittlerin im AGO ist. Und das AGO ist das Attorney General's Office. Und was das ist, kann ich euch sagen, nämlich, dass der Attorney General ist in einem Staat, der Attorney General eines Bundesstaats in den USA ist der höchste Justizbeamte. Die jeweiligen Gerichtsbezirke haben ebenfalls ihre Attorney Generals, wenn mich nicht alles täuscht. Sie arbeitet also, wenn nicht auf, ähm, auf Staatenebene, dann doch zumindest auf Circuit-Ebene im Office des Attorney General, der zum Beispiel Ermittlungen anregen kann und Staatsanwälte auf Fälle ansetzt. Das Spannende daran ist jetzt hier also, dass wir einen District Attorney haben, einen Staatsanwalt, der natürlich mit dem Attorney General zusammenarbeitet, nämlich Michael Morrissey, der behauptet, das Staatsanwaltschaftsteam kann bestimmt noch Reeds Schuld beweisen. Normalerweise ist der Staatsanwalt Michael Morrissey allerdings nicht so ein hartnäckiger Geselle, denn er hat bereits weniger ernste Fälle mit bedeutend besseren Beweisen fallen lassen. Und er hat Chris Alberts Kampagne unterstützt. Und bevor wir weiter mit Polizisten machen und wir hatten schon einige, die nicht anwesend waren, die aber mit den Ermittlungen zu tun haben, schauen wir uns erstmal die Eltern von Colin an. Warum zum Geier gucken wir uns bei einem Mordfall, wo Karen Reed John O'Keefe mutmaßlich überfahren hat, die ähm, die Neffen, äh, Entschuldigung, die Eltern von Colin Albert an, der zufälligerweise im Haus war, als der Mord passiert ist? Es wird sich, der Nebel wird sich hoffentlich bald lichten. Ähm, so, lasst mich sie finden. Und zwar Chris Albert. Chris Albert ähm, ist der Bruder von Brian Senior. Er war nicht anwesend zum Tatzeitpunkt, wohl aber sein Sohn. Chris Albert, ich äh, zoome mal näher ran, damit ihr mehr von ihm habt, wurde äh, Select Man kurz nach den Morden. Was ist ein Selectman? Das, wo sich das abspielt, ähm, um Boston rum, in Canton, ist ein, ähm, es spielt sich in einem Gebiet ab, das sich New England nennt. Und in New England ist es so, dass es ein Board of Selectmen gibt in Städten und die übernehmen verschiedene Funktionen. Teilweise fungieren sie quasi wie die CEOs von Städten. Das bedeutet, sie, sind, sie übernehmen so Bürgermeisterartige Posten. Auf jeden Fall sind sie politisch bedeutsame Figuren in der Stadt und haben einigen Einfluss auf Behörden. Und der District Attorney, der Staatsanwalt Michael Morrissey, der sich, ähm, der behauptet, dass Reed ganz bestimmt schuld ist, hat Chris Alberts Kampagne unterstützt. Chris Alberts ähm, Sohn Colin Albert war zum Tatzeitpunkt im Haus anwesend. Zusammen mit dieser illustren Runde und vielleicht mit Caitlin. Wer weiß, wann sie weg ist und ob sie ihre Ermittlerfähigkeiten nicht genutzt hat, um einige Sachen, sagen wir mal, zu koordinieren. Chris Albert hat, äh, hat nicht wirklich eine weiße Weste. Investigativjournalisten haben so ein bisschen gebohrt und haben herausgefunden, dass äh, Chris Albert. 1994, wie es aussieht, jemanden, naja, überfahren hat. Und ähm, soweit mich nicht alles täuscht, hatte das sogar eine Todesfolge. Aber das an dieser Stelle, diese Information ist sehr, sehr in Anführungszeichen zu versetzen. Ähm, ich habe es gerade nicht, ich habe es gerade nicht vor mir, aber das ist möglich. Er stellte den Chief Attorney ohne Application an. Das bedeutet, Chris Alberts, als er wurde Selectman nach den Morden. Das bedeutet, nachdem die Morde passiert sind und ermittelt worden ist, ist er in eine Position gekommen, den Hauptstaatsanwalt anzustellen. Und diesen Staatsanwalt, wie er ihn angestellt hat, er hat nicht irgendwie eine Bewerbung ausgeschrieben zwischen verschiedenen Kandidaten. Nein, der hat die Person einfach vom Fleck weg angestellt. Außerdem hat er offenbar ein äh, Temperament und zwar was tatsächlich belegt ist äh, es gibt einige gerüchte über ihn aber was tatsächlich belegt ist ist dass seine beteiligung äh, dass er an einem kampf beteiligt war und dass diese beteiligung durch einen gewissen sergeant lang vertuscht worden ist bevor wir uns sergeant lang wiederum widmen um, schauen wir uns noch mal seine frau an julie daniel's albert julie daniel's albert Daniels ist ihr Mädchenname. Wir kommen gleich darauf, warum der wichtig ist. Ist also seine Frau. Sie ist die Mutter von Colin. Sie ist die Schwester von Jill Daniels. Wer Jill Daniels ist, da kommen wir gleich drauf. Und war beim Canton Town Meeting dabei mit dem Vater von Brian und mit Chris. Und das Kenton Town Meeting, da gehen wir äh, nicht weiter darauf ein. Nur so viel: Es gab ein Town Meeting das ziemliche Wellen gemacht hat, weil ich habe euch ja gesagt, Chris Albert ist Select Man. Und es gab also ein Treffen der Stadtverwaltung quasi. Und bei diesem Treffen der Stadtverwaltung ist eine Frau aufgestanden und hat angefangen zu sagen, wie könnt ihr hier mit diesen Leuten sitzen? Diese Leute haben höchstwahrscheinlich eine Person ermordet und ihr sitzt hier mit ihnen da, ohne gegen sie zu ermitteln. Was ist hier los? Bevor wir uns den ähm, weiteren Figuren widmen um Julie Daniels Albert rum, gibt es einige, einige Leute abzuklappern. Ja. Aus den ähm, Gesetzeshütern. Wir merken, es sind einige Gesetzeshüter und Politiker inzwischen auch anwesend. Chris Albert ist Politiker. Ähm, mindestens Brian Albert und Brian Higgins sind bei der Polizei. Caitlin ist im Attorney General's Office. Der Staatsanwalt redet auch Sachen darüber, aber alleine Leute, die vor Ort waren, sind schon ziemlich viel bei, der Gesetz, bei den Gesetzeshütern vertreten. Und in der Verwandtschaft von den Hausbesitzern, vor deren Haus der Mord passiert ist, sind ebenfalls einige sehr, sehr einflussreiche Leute. Wir schauen jetzt, jetzt also diesen merkwürdigen Sergeant Lang an. Sergeant Lang ist Kenton Police Department Officer. Er hatte keinen Dienst in der Mordnacht. Am 29. Januar um 6 Uhr früh. Aber er war einer der Ersten am Tatort. Genauso wie 2002 beim Angriff von Chris. Also Chris war an einem Kampf beteiligt und er war ebenfalls einer der Ersten, der am Tatort war und war zu dem Zeitpunkt ebenfalls nicht im Dienst. Und jetzt... Darunter steht ein Fakt, den kann man eigentlich gar nicht oft genug wiederholen. Sergeant Michael Lang vom Canton Police Department ist der einzige Strafverfolgungsbeamte, der einzige Gesetzeshüter, der nach dem Mord die 34 Fairview Road betreten hat. Und das lasse ich einfach mal kurz stehen. Stellt euch vor, es passiert ein Mord von einem Haus. Eine Leiche wird gefunden von drei Frauen. Was macht man? Klar, man sichert den Tatort, was übrigens in dem Fall äußerst mangelhaft passiert ist. Man sichert den Tatort, man ähm, befragt die Leute, die anwesend waren, und man guckt im Haus nach, ob Leute, die im Haus sind, vielleicht irgendwas dazu sagen können, beziehungsweise guckt sich vielleicht mal das Haus an. Das ist in diesem Fall einfach mal nicht geschehen. Sergeant Michael Lang ist die einzige Person, oh, pardon, da haben wir wieder die, die Fäuste von Colin, ist die einzige Person, die in dieses Haus kurz nach dem Mord eingegangen ist. Das müssen wir einfach mal so sacken lassen. Ein weiteres interessantes Detail übrigens ist, dass ähm, wir sehen ja hier, und das ist einige Stunden nach dem Mord, dass die Straße nicht geräumt worden ist. Wir sehen, wir sehen eigentlich ist das eine Straße, die befahrbar ist, wie wir ja quasi, äh, Entschuldigung, hier sehen. Also hier müsste eigentlich eine Straße sein irgendwo. Also, und da ist keine. Das ist einige Stunden nach dem Mord. Es wird nun also gesagt, dass der gute John O'Keefe seine Schrappwunden, am rechten Arm, her hat von einem Schneepflug, weil Schneeräumungsarbeiten vonstatten gegangen sind und er im Zuge dieser Schneeräumungsarbeiten nun ja sich verletzt hat irgendwie und dass es dann da so geschrappt hat und vielleicht wurde er so drei Meter wegbefördert von der Fahrbahn. Das Ding ist, hier wurde nicht geräumt. Also entweder, die haben den Schnee wirklich weggeschafft, oder es wurde einfach nicht geräumt, weil was passiert, wenn ein Schneepflug durchfährt? Das wissen ja alle, die äh, an Orten wohnen, wo Schnee fällt. Gott sei Dank, wenn geräumt wird, ist die Straße frei und der Rand ist gesäumt von so einer schönen hohen Wand. Das kennt ihr bestimmt alle. Ähm, als Kind spielt man da gerne drauf oder drin, obwohl der Schnee sehr schmutzig ist. Jedenfalls wäre hier eine Schneewand bei der Menge an Schnee, die gefallen ist. Ich meine, das war, ich sage die ganze Zeit Schneesturm, aber es war ein Blizzard. Diese Konditionen wurden von mehreren Leuten als Whiteout beschrieben, unter anderem von ähm, Carrie Roberts und ich glaube sogar von Jan McCabe, die zusammen mit Karen zur, zum, zum Fundort der Leiche gefahren sind. Es geht aber noch weiter mit den Bef aber bevor es weitergeht, ich rede jetzt seit ungefähr 40 Minuten auf euch ein. Ich gucke mal im Chat, ob noch wer da ist. <laughs> oh ja, ihr seid, seid zufrieden. Vielen Dank. Ähm, ja, herrlich, danke schön. Vielen Dank für die, für, die, für die netten Spenden. Alrighty, alrighty, alrighty. Danke euch, schön, dass ihr da seid. Wunderbar, wir machen weiter. Also Freunde, es geht weiter. Und zwar, ähm, es hört nicht auf mit den Gesetzeshütern. Es gab nämlich noch eine Person, die anwesend ist und die, glaube ich, damit den Clan der Alberts vollständig macht. Die war nicht anwesend, aber die hat zu tun mit der Polizei. Ich muss mich korrigieren. Nämlich Kevin Albert. Und Kevin Albert ist Canton Police Department. Polizist, Officer. Canton Police Department. Canton ist die Stadt, wo das passiert ist. Das ist aber in der Nähe von Boston. Er ist der Bruder von... Brian Albert, also Brian Senior, und Chris, rechts, das sind drei Brüder in einer Reihe. Brian Albert, Kevin Albert und Chris Albert. Und er arbeitete für Chief Berkowitz und arbeitet jetzt für Chief Rafferty. Und Chief, das sind quasi die Chiefs, ähm, also die Obersten in einer bestimmten Polizei, ähm, in einer bestimmten Polizeieinheit. Zu dem kommen wir auch noch gleich. Wir machen erstmal weiter mit einem Namen, der schon eingangs gefallen ist. Und ich hoffe, ihr konntet euch diesen Namen merken. Das war doch hier irgendwo. Das war doch hier irgendwo. Ähm. Jetzt, jetzt habe ich selber vergessen, wo das war. Eine Sekunde war Ringträger. Ach ja, genau. Colin Albert war Ringträger bei der Hochzeit von der Schwester von Proctor. Proctor, Proctor, Proctor. Proctor. Wer ist Proctor? Michael Proctor. Michael Proctor ist dieser Typ das ist leider ein relativ pixeliges bild von ihm er ist ebenfalls äh, wahrscheinlich fähig äh, sich im nahkampf zu verteidigen gut das sollte er auch sein als michigan state police detective er war ebenfalls erster am tatort ebenfalls nicht im dienst er ist sehr eng mit den alberts befreundet hat niemals jemanden im haus befragt nicht eine person aus dem haus befragt und er war es, der die Namen von Brian Juniors Freunden falsch geschrieben hat in mutmaßlich abgeänderten Berichten. Wir erinnern uns, er hat Julie Nagel falsch geschrieben, ich weiß nicht mehr wie genau, aber bei Sarah Levinson erinnere ich mich gerade genau, dass er Sarah ohne H geschrieben hat. Das klingt erstmal nichtig, ist aber massiv wichtig und hat, äh, teil, kann teilweise juristische Implikationen haben. Auf jeden Fall bei einem Mordfall wäre es doch wichtig, die Namen von Personen richtig zu schreiben. Seine Ehefrau Elizabeth Proctor, von der wir leider kein Bild haben, ist die Frau von Michael und bei ihr ist interessant, dass sie auf Social Media gegenüber den Unterstützern von Karen Reed hauptsächlich mit Lach-Emojis oder Lachreaktionen reagiert. Was eine, sagen wir mal, undiplomatische Haltung ist. Außerdem erbittet sie Sympathie und Mitgefühl mit John O'Keeffes Familie, was vielleicht im Widerspruch stehen könnte, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn wir davon ausgehen, dass die Unterstützer von Karen Reed interessiert daran sind, die wahren Mörder zu finden von John O'Keefe, müsste Elizabeth Proctor ja eigentlich die Leute, die Karen Reed unterstützen, die sie unterstützen, weil sie eben die wahren Mörder finden wollen, müsste die ja auch toll finden, tut sie aber nicht. Kann damit zusammenhängen, dass es vielleicht eine kleine große Verschwörung in der Bostoner Polizei gibt. Wir machen weiter bei den Polizeibeamten, und zwar mit den oberen. Hier ist gerade was aufgeploppt. Nämlich mit ähm, Chief Berkowitz. Hier, er hier. Das entspannt, das ist links im Bild, leicht verpixelt. Das ist Chief Berkowitz, von mir neggisch Burke getauft. Und rechts ist Chris Albert. Und Chief Berkowitz hat Monate nach dem Mord einen Jobwechsel hingelegt. Außerdem bat er Reporter, den Namen Albert, also den Familiennamen Albert, als Hausbesitzer aus den Berichten zu streichen. Jetzt ist Berkey beim FBI. Und er war es, der Genossen Higgins hier, links von uns. Hier, wir erinnern uns, bekam Anruf von Chief Berkowitz, Minuten vor Info durch Brian Senior, dass draußen eine Leiche ist. Er rief Higgins am Morgen nach dem Mord an. Und er war es interessanterweise, der das der Stücke des Rücklichts des SUVs, den angeblich Karen Reed gefahren hat, mit dem sie angeblich John O'Keefe umgefahren hat, am Tatort fand. Eine Woche nach dem Mord im Dunkeln. Wir machen mit einem weiteren Chief weiter, und zwar mit Chief Helena Rafferty, ebenfalls Canton Police Department. Sie wurde interessanterweise angeheuert von Selectman. Und Selectman, wir erinnern uns, wer ist ein Selectman? Chris Albert, der Bruder von Brian Albert, vor dessen Haus die Leiche gefunden worden ist. Sie wurde also ohne Ausschreibung, wie wir bereits gesagt haben. Das heißt, es wurden nicht mehrere Leute gefragt, haben sich beworben und dann, sondern sie wurde ernannt zum Chief. Chris Albert ist ihr Vorgesetzter. Ihr Sohn datet die Tochter von Jen und sie bittet die Öffentlichkeit darum, keine Blogs zu lesen. Schließlich Gregory Long vom Bostoner Police Department. Er ist Superintendent in Chief. Und wer Police Academy geguckt hat, weiß, dass ein ähm, Superintendent sozusagen da die Überaufsicht hat. Ich weiß nicht genau, wie da die Ränge sind. Ich glaube, nach Superintendent kommt dann nur noch Commissioner. Wobei ich, äh, ich da, da sind. Was Polizeiränge angeht, bin ich da ein bisschen wackelig. Hm. Er hat... Oh, ah ja, genau. Er hat ein Statement, das Reed verdammt, kurz nach den Morden veröffentlicht, das immer noch zu lesen ist, und, hat und stellt aber gleichzeitig mögliche Mörder, nämlich er ähm, im Police Department, stellt er weitere mögliche Mörder immer noch an. Und schließlich haben wir den Assistant District Attorney. Der Assistant District Attorney ist der Assistent von Michael Morrissey, das ist Adam Lally. Er ermittelt gegen Karen Reed, er hat nachweislich Beweise vor der Verteidigung verhüllt. Er hat sie ihr vorenthalten, und zwar mehr als ein Jahr lang. Und zwar im Besonderen die Aufnahmen der Canton Library, die beweisen oder widerlegen könnten, wo Karen Reed. Mit ihrem Auto wann unterwegs war. Die Canton Library liegt an einem Punkt, von dem man aus sehr, sehr leicht nachvollziehen könnte, wo Karen Reed denn lang gefahren ist mit ihrem SUV. Man hätte, je nachdem, wie gut die Qualität der Aufnahmen ist und wie gut die Kamerawinkel sind, vielleicht sogar auch sehen können, ob es irgendwelche Schäden am Auto gibt. Aber. Nichts dergleichen ist geschehen. Irgendwie guckt sich das niemand an, wann was passiert ist. So. Und jetzt haben wir schon mal ein relativ volles Tapet bekommen und wir müssen aber nur noch einige kleinere Ergänzungen machen. Erinnert euch noch, als das schön leer war? Ah, herrlich. Nein, das wird nicht mehr sein. Nämlich, wir haben noch ein paar kleine, ähm, wie sagt man, mh, ein paar kleine Dinge zu erledigen. Sagen wir es mal so. Wir haben nämlich eine gewisse Jill Daniels jill daniels ist neulich aufgefallen und mit neulich meine ich buchstäblich gestern mit einem wilden telefonat mit turtleboy ihr kennt mich ich bin normalerweise eine sehr neutrale person ich versuche mich auch im stream ähm, relativ nicht leidenschaftslos das stimmt nicht aber sagen wir mal relativ geerdet zu geben aber dieser fall ist so mindblowing dass ähm, selbst mir das äh, die leidenschaft entlockt Jill Daniels hat ein irres Telefonat hingelegt mit Turtle Boy, indem sie ihn auf mehrere äh, mehrerlei Art krass beleidigt. Und wer, wer äh, Turtle Boy noch beleidigt hat im selben Telefonat ist Nick Marathis. Also, aber fangen wir mit Jill an. Jill ist die Schwester von Julie Daniels. Albert. Oh, ich habe Albert klein geschrieben. Das müssen wir ändern und hoffen, dass das Programm nicht abstürzt. Also, sie ist die Schwester von Julie Daniels Albert, die wiederum verheiratet ist mit Chris Albert, der Bruder von Brian und Kevin, nicht wahr? Und sie hatte, man weiß es nicht, man munkelt, eine Affäre mit Brian Senior. Irgendeine Verbindung gab es da. Scheint wohl ein charismatischer Mann zu sein, war im Fernsehen. Ähm, und jetzt ist sie allerdings zusammen mit Marathis, Nick Marathis, dem Handwerker. Und Nick Marathis, der Handwerker wiederum, ist in, auch in diesem Telefonat zu hören und beleidigt mit homophoben Äußerungen Turtleboy. Ihr müsst euch wirklich den Blog ansehen. Ich, wir gucken gleich rein. Er reparierte wahrscheinlich. Die Kellerböden, also in Brian Alberts Haus. Wir erinnern uns, nach den Morden hat Brian Albert, nachdem er seinen alten Schäferhund verkauft hat, die Keller und andere Böden wahrscheinlich neu gemacht und das seit Generationen in seiner Familie befindliche Haus für 850.000 Dollar unter Marktpreis verkauft. Nick Marathas also reparierte höchstwahrscheinlich die Kellerböden in Brian Alberts Haus. Er datete und datet immer noch die Schwägerin von, ähm, von Julie Daniels Albert. Und er sitzt, Ach, ja genau, <laughs> jetzt kommen wir noch zu einer Gruppe von Leuten. Jemand in der Stadtverwaltung hat, ihm, hat ihn angeheuert und ihn mit fünf Sternen bewertet. Und wer das war... Freunde, wir haben nämlich noch eine Person vergessen, die im Haus war. Ach, sie war nicht im Haus. Ähm, sie hat das Haus verlassen. Und zwar mutmaßlich vor dem Eintreffen von O'Keefe. Ihr Name ist ebenfalls falsch geschrieben im Bericht. Dabei ist ihr Vater. Hier ist links sie und rechts er. Ein hohes Tier in der Politik. Wofür ist man das, wenn schon die Namen der Kinder falsch geschrieben werden? Sie ist befreundet mit Brian Jr. Und ähm, ihr Vater wiederum, der in der Stadtverwaltung sitzt, genauso wie Chris Albert, hat Marathis angeheuert und mit fünf Sternen bewertet. Das ist auch belegt. Also es gibt quasi so eine kleine, so eine kleine Ringverbindung. Das bedeutet vor seinem Haus, ähm, wo gleichzeitig der Sohn von dem anwesend ist, wird O'Keefe ermordet und die Schwägerin kennt jemanden mit dem sie zusammen ist, der wahrscheinlich das Haus präpariert hat, repariert hat, der aber ebenfalls in der Stadtverwaltung ist, zusammen mit Chris Albert. Versteht ihr die Verbindung? Das ist so ein kleiner, so ein kleiner Zirkeltrick, den wir hier haben. Eine Person müssen wir noch erwähnen. Wir haben ja gesagt, dass Sarah Levinson ähm, im Gegensatz zu Catherine Dodie im Haus verblieben ist. Catherine ist gefahren, Sarah ist geblieben. Ryan, und hier kommen wir wieder auf den Traffic zu sprechen, auf die rege Verkehrslage in den Morgenstunden des 29. Januar. Ein Blizzard weht draußen. Eine Person wurde ermordet. Die Staatsanwaltschaft sagt vor diesem Haus. Ryan Nagel kommt an. Ich nenne ihn mal Nagel, da ist wahrscheinlich Nagel, ich nenne ihn Nagel. Ryan Nagel. Kommt also an, und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir das ähm, Video im letzten Karen Reed Video gemacht, war das sowas wie 1 Uhr morgens, halb eins, kommt er an, der Bruder von, von äh, Julie Nagel. Ah ja, warum Julie, Entschuldigung, warum Julie geblieben ist, ist das, ist, äh, das Rätsel ist Lösung. Er bot an, seine Schwester abzuholen. Er fuhr wieder, weil seine Schwester anders heimkommen wollte. Und was Ryan sagt, ist massiv interessant. Ryan sagt nämlich, dass er nur Reed im Auto gesehen hat. Das bedeutet nicht, dass niemand sonst im Auto war, aber das bedeutet, dass er nur Reed gesehen hat. Er hat keine Schreie gehört. Ein Bild der Verteidigung ist, ja, die hatten so privaten Streit. Er hat jedenfalls keine Auseinandersetzung im Auto gesehen. Er hat keine Schäden am Auto bemerkt. Das Spannende ist nämlich, dass Ryan Nagel den SUV wegfahren sah. Wenn wir ernst nehmen, dass dieser junge Mann sowohl in das Auto reingeschaut hat, als auch das Auto hat wegfahren sehen, er aber sonst niemanden im Auto gesehen hat, worauf lässt das schließen? Das überlasse ich mal euch mutmaßlich vor eintreffen O'Keeves fuhr er wieder weil seine schwester andersheim kommen wollte wobei wir gestern noch in dem bericht gelesen haben ich weiß nicht warum das hier so steht ähm, aber das ist sozusagen, das ist eine Quelle, die das so beschreibt. Wir haben allerdings gestern in dem äh, nicht, ich sage dauernd gestern, aber ich habe ja mindestens einen Tag Pause gemacht. Zu Recht, weil es hat ewig gedauert, das hier alles alles aufs Tapet zu bringen. Ähm, ihr könnt euch das Video nochmal ansehen. Ähm, und da wird, glaube ich, so im zweiten Drittel davon erzählt, wer denn noch so alles da war, wer das noch alles gesehen hat. Und ich meine, es war Ryan Nagel und wenn es nicht er war, war, es wer anders. Aber auf jeden Fall hat er schon mal. Ähm, auf jeden Fall hat er das Auto von Reed gesehen. Warum das aber vor dem Eintreffen, wenn er das Auto von Reed gesehen hat, kann das ja gar nicht. Und also muss ich das in Klammern schreiben, weil diese Informationen widersprechen sich. Das stimmt hier nicht. Das ist nicht wahr. Wir schreiben das mal in Klammern. Das muss ich prüfen. Aber er sagt, es war vor dem Eintreffen von O'Keefe. Es kann aber nicht sein, weil, in dem Bericht, weil er nämlich tatsächlich gesagt hat, wir haben das im Bericht gemeinsam gelesen, dass er nur Read im Auto sah, dass er keine Schreie gesehen, gehört und keine Schäden beobachtet hat. Und er sah das Auto wegfahren. Und wir erinnern uns, wo er das Auto wegfahren sah. Er sah das Auto nämlich hier wegfahren. Stellt euch mal vor. Ihr seht, ihr fahrt, er ist, er ist also angekommen. Das ist die Straße, die er langkommt. Er kam wahrscheinlich von hinter uns betrachtet. Stand hier irgendwo in der Nähe. Er guckt so nach vorne und da, irgendwo, wo diese Person steht gerade, vielleicht ein bisschen weiter hinten, vielleicht zwischen der Person und dem Auto, muss ja irgendwo der SUV gestanden haben. Also, das bedeutet, er ist von da hinten gekommen, von wo die Person auf uns zukommt. Das heißt also, er ist vorbeigefahren an dem stehenden SUV, wo drinnen das Auto beleuchtet ist. Und zwar, er ist richtig nah vorbeigefahren. Ähm, weil die Straße so breit nicht ist. Beziehungsweise er, er ist auf jeden Fall in, in Sichtweite gekommen und zwar nah genug, um zu sehen, um nur Karen Reed im Auto zu sehen und keine Schäden am Auto zu beobachten. Übrigens, ähm, ich glaube, neben, neben diesem Traffic gab es noch anderem Traffic vor dem Haus. Aber dazu seht euch bitte das Video an, das ein bisschen verwirrender ist, aber das durchaus auch viel Gehalt hat, das wir vor zwei Tagen gemacht haben. Bleibt eigentlich nur noch, ähm, bleibt eigentlich nur noch eine Person, die wir hier bisher noch nicht gesehen haben, nämlich Tom Beedy. Tom Beedy ist der Freund von O'Keefe. Er bekam einen Anruf von Jen McCabe kurz bevor die Leiche gefunden wurde. Seine Tochter bekam einen Anruf von Colin um 0.33 Uhr. Colin, wir erinnern uns, ist der Sohn von Chris und, und, und Julie. Colin war anwesend im Haus zum Tatzeitpunkt. Colin hatte Social-Media-Posts mit aufgeschlagenen Fäusten. Und Colin rief die Tochter von Tom um 3 Uhr. Ähm, um halb, zwei Uhr morgens, äh, um halb eins Uhr morgens an, ungefähr um den Zeitraum, als sich das Telefon aufhörte zu bewegen, beziehungsweise als wahrscheinlich der Mord stattgefunden hat. Die Tochter ging nicht ran und sah erst am nächsten Morgen. Colin sagte zum Anlass des Anrufs: Never mind. Never mind indeed. Und das, Freunde, ist der Deep Dive, den wir hier. Ähm, gesehen haben. Und das ist noch eine vereinfachte Variante. Es gibt noch mehr Personen, die beteiligt sind. Ich habe uns die Durchsicht juristischer Dokumente erspart. Ich habe mich äh, bedient an Quellen tatsächlich juristischer Dokumente. Ich habe einige Reddit-Posts durchforstet. Ähm, ich habe ein bisschen ähm, bei Turtleboy ähm, geschaut, was er so gefunden hat. Und das alles ist natürlich mit einem K-Wert versehen, nämlich dass rein journalistisch betrachtet bin ich kein Journalist. Ich habe nicht jeden einzelnen Fakt nachgeprüft, aber Journalisten haben diese Fakten geprüft. Das ist die eine Sache. Ich kann für die meisten Fakten, die hier stehen. Oder für die meisten Dinge, die hier stehen, kann ich sagen, ich habe sie so oder ähnlich bei Quellen wie Core TV gesehen oder tatsächlich in juristischen Dokumenten selber gelesen. Wie gesagt, schaut euch das erste Video an. Und damit, meine Freunde, verneige ich mich, bedanke mich für eure Geduld und eröffne die Diskussionsrunde im Chat. Ist noch jemand wach? Hallo? Ist noch jemand wach? Top Arbeit, sagt OS. Mach mal eine Pause, Dinger. <laughs> also, how are you doing, folks? Wie geht's? Konnte ich euch in den Schlaf singen? Ähm... Das hat zwei Tage gedauert, diese. Äh, vielen Dank für die großzügigen Spenden, das ist sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ich habe zwei Tage äh, meines Lebens mindestens für diese, für diese Recherche und für dieses Zusammenstellen äh, reingegeben und ähm, äh, das ist wirklich, wird wirklich langsam ein einen, äh, einen, einen Fulltime-Job. Ich überlege gerade, ob ich nicht, minus natürlich äh, der Bilder oder sowas, diese PDF für Interessenten Ah. Vielleicht machen wir, wir machen folgendes. Ich erstelle mal einen neuen Tier bei den, ähm, bei den Mitgliedschaftssachen. Und ich schreibe das diplomatisch hin, dass bei dieser Mitgliedschaft, die dann, keine Ahnung, 5 oder so Euro kosten wird oder sowas, da sind diese, da sind Dokumente enthalten. Und das ist eins der Dokumente, die ich euch dann schicken werde. Das heißt, ihr könnt dann selber, wie ihr wollt, ihr könnt dann alles verschwinden lassen. Blub. Ihr könnt es auftauchen lassen. Blub. Ihr könnt Leute, die im Haus waren, selektieren. Blub. Ihr könnt die ganze Polizei und die Gesetzeshüter minus die, die im Haus waren, entfernen. Ähm, ich glaube, so machen wir das. Das war wirklich, wirklich viel Arbeit. Okay. Es gibt sogar eine nette Legende oben. Also, Freunde, vielen Dank für die großzügigen Spenden. Ähm. Tell me, was passiert bei euch? Ich gucke mal ein bisschen in den Chat. Aha, aha, aha. Ähm, Karin Bubbe sagt, ich habe nicht alles verstanden, aber mir machen auch Sachen Spaß, die ich nicht verstehe. Ja, ich verstehe vollkommen. Ähm, es ist nicht wirklich, ähm, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Es ist wirklich ein, ähm, es ist wirklich ein Ding. Ähm, Monika Bumberger, bitte auf Discord. Auf Discord. Meinst du auf Discord, die ähm, na, auf Discord nachgucken? Nein, auf Discord keine Nachrichten. Ich glaube, dass ich glaube, ich, ich werde ein weiteres ähm, einen weiteren Mitgliedschaftstier machen, wo man das, äh, wo man diese Karte quasi als, als Bonus bekommt. Ich werde natürlich nicht ähm, das eine auf das andere machen, sozusagen, aber vielleicht kriegen ja Leute, die diese Mitgliedschaft abschließen, wenn sie wollen, per WeTransfer oder auf anderen Wegen diese, diese Karte geschickt. Erbela Farin Roth fragt, weshalb machst du immer nur so kurz, Harry? Diese kurze Sache hat mich zwei Tage Lebenszeit gekostet. <laughs> ähm, 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 Monika Bumberger sagt: Wow, was für Abgründe tun sich auf? Es wird extrem spannend im Prozess, falls es dazu kommen wird. Und die Antwort darauf ist: Das äh, kommt bereits dazu. Es gibt diesen Prozess. Der läuft. Jasmin Revner mutmaßt. Vielleicht hatte Kiev gegen einen der Anwesenden was in der Hand und dann ist die Situation eskaliert. Es gibt im Moment weitere Gerüchte, und das alles, wie gesagt, ist mit Vorsicht zu genießen. Es gibt also Gerüchte, dass, ähm, dass Brian Higgins eine Affäre hatte mit Aaron Reed. Es scheint zwischen ihnen Seiten um Seiten um Seiten von Texte zu geben. Eine Theorie ist, die sich im Raum befindet. Es gab eine tätliche Auseinandersetzung zwischen, zwischen ich mache mal alle weg, die bis auf die Person, die ich meine. Das würde ewig dauern, wenn ich das jetzt wirklich durchziehen würde. Es gab also eine Auseinandersetzung zwischen Brian Higgins, der ebenfalls im Haus war, und John O'Keefe. Und es ging um Karen Reed. Das ist eine der Theorien, die es gibt. Und im Zuge dessen, der Hund ist dazugekommen, da ist was Blödes passiert. Vielleicht, keine Ahnung, hat der eine dem anderen eine reingehauen, der ist doof gefallen, sie haben ihn rausgebracht. Wer weiß. We do not know. It is difficult. Aber zurück zum Chat. Ähm, ich bin gespannt, was ihr so habt. Ähm, bam, bam, bam. Es waren, genau, JL sagt das Spannendes, es waren alle, wie beim Orient-Express. Verdammt, JL, du hast gerade ähm, mir den Orient-Express gespoilert. <laughs> Warum hat Colin dann die Spuren an der Hand? Das ist eine Frage. Also, ne, die Sachen, die wir hier gesehen haben, mit Colin Albert, dass er Spuren an der Hand hat. Es ist ja nicht gesagt, dass ähm, das quasi nur, weil er Spuren an der Hand hat, dass er es war. Aber es ist interessant, äh, oder sagen wir es mal so, es bringt mehrere Leute ähm, in, die, in die Möglichkeit, Täter gewesen sein zu können. War es der Hund? Hat der Hund ihn angefallen? Er ist irgendwie gefallen und stammen die... Ähm, waren das Bissspuren, aber wenn das Bissspuren waren, warum waren die Verletzungen nur oben, nicht an der Unterseite? Der Kiefer eines Hundes hätte Verletzungen hier und da gemacht. Das heißt, der Hund war es wohl nicht. Das können wir sagen. Okay, der Hund war es nicht. Aber vielleicht hat Chloe ihn mit seinen Klauen ein bisschen zerkratzt, als er nämlich hingefallen ist. Er hat dann nämlich Kratzer gehabt. Ähm, und vielleicht wurde er eben ausgenockt. Hier MMA-Experte, da ein ATF-Officer mit ziemlichen Oberarmen. Colin Albert scheint auch kein Kind von Traurigkeit zu sein. Und ähm, wer weiß, was passiert ist. Aber Tatsache ist, es rein physisch wären einige Leute dazu in der Lage. Ist, was dieser, was dieser Verweis auf die Social Media Posts ähm, ähm, zeigen sollte. Das ist ja wirklich ein erschöpfendes, nicht ganz erschöpfendes Bild, aber ein sehr, sehr umfangreiches Bild davon, wie gerade die Lage ist. Janine sagt, hoffentlich kommen Polizei und Richter von außerhalb und alles wird aufgedeckt. Das ist gerade so eine Sache. Ähm, es ist in der Tat so, dass der Richter sich weigert, zurückzutreten bei dem Fall, obwohl er dazu aufgefordert worden ist. Ähm, Jetta hat gerade noch gesagt, ähm, aber Mist, wie, mir fehlt irgendwie das Motiv und da ist äh, die Antwort darauf, das Motiv ist vielleicht. Die Affäre. Um. Tina E. Punkt sagt, bin davon überzeugt, dass sie es nicht war. War von Anfang an so komisch der Fall, aber so interessant. Ja, tatsächlich. So ja. Yeah. Body, der ebenfalls sehr interessante Dinge äh, zutage gefördert hat und mich unter anderem hingewiesen hat auf die Sache mit den, mit den Fäusten, die mir auch aufgefallen war. Aber ich war sehr dankbar darum, dann, ähm, dass ich das nicht übersehe, dass ich nochmal dran gedacht habe und viele andere Dinge. Und ebenfalls, wie ich auf Turtleboy aufmerksam geworden ist ähm, und der auf Discord fantastische Arbeit leistet. Ähm, Sagt, also super Arbeit. PS, die Eltern von Karen Reed haben ihre gesamte Pension plus Spenden in die Verteidigung investiert. Und ähm, es lohnt sich, wie wir sehen. Also wenn es stimmt, dass es eine Verschwörung gibt, dann braucht sie mindestens das, weil das ist schon gegen die gesamte Justiz ist äh, nicht ähm, nicht leicht. Hm. So, liebe Freunde, ich werde. Ihr hört ja, meine Stimme befindet sich eher ähm, eher auf dem absteigenden Ast. Liegt auch daran, dass ich heute äh, singen geübt habe, mal wieder. Ähm, falls ihr euch fragt, wie zur Hölle hat das geklappt und einige von euch werden es wissen, wie klappt das, dass ich hier zu sehen bin und hier nicht zu sehen bin? Die Aufmerksamen unter euch werden sehen, ah, der arbeitet wahrscheinlich mit einem Greenscreen. So sieht es eigentlich aus. Ach. Ein Magier sollte eigentlich nie seine Tricks enthüllen. Ich lasse, euch, ich, ich lasse euch nicht wissen, wie es eigentlich hinter mir aussieht. Aber nur so ist es möglich, dass ich quasi hier dahin komme. Und ich werde noch besser darin, den, ähm, den Greenscreen zu beleuchten. Also, liebe Freunde, ich habe gesehen, dass es in Chat gibt einige Bedürfnisse, eine gewisse Person mit gewissem Akzent zu hören. Und damit ist hoffentlich eure Neugier befriedigt. Und wir sehen uns morgen und ich habe keine Ahnung womit. Ähm, genau, aber wir werden uns morgen wahrscheinlich sehen mit. Ähm ich überlege, einen Livestream aus dem Gericht zu machen, einfach mich in den Fall reinzustürzen, weil von heute auf morgen habe ich logischerweise nicht so viel Zeit, so etwas wie heute vorzubereiten. Und darum werden wir morgen wieder standardmäßig in einen Gerichtsprozess reinschauen. Mal gucken, was so passiert. In diesem Sinne. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank für eure Großzügigkeit. Und wer will, wie gesagt, ich mache es euch möglich, aber wer will, kann dieses Ding sozusagen ähm, zugeschickt bekommen. Ähm, schreibt mir auf. Ähm, ähm, ah, ich ich richte einen neuen Tier ein, sozusagen in dem auf YouTube und ihr. Ähm, wenn ihr mir dann quasi auf meine, auf die E-Mail-Adresse alles nur geklaut, kontakt.gmail.com schreibt und mir glaubhaft machen könnt, dass ihr, dass ihr es seid, die diese Mitgliedschaft haben, schicke ich euch dieses, diese Tabelle zu. Diese Tabelle ähm, könnt ihr dann haben als ein Photoshop-Document, wo ihr Sachen noch verändern könnt. Oder ich mache sie euch ganz groß in ihrer vollen Pracht und ihr habt sie dann als, ähm, ihr habt sie dann als äh, PNG ein sehr ein hochqualitatives Format und könnt dann selber darin rumblättern und ähm, euch laben an dem an diesem ganzen Netz der Verschwörung, wenn ihr wollt. So ja, yeah. es war mir eine Freude. Ich mache mal ein bisschen Fahrstuhlmusik an und komme wieder ein bisschen runter. Es war mir eine Freude. Puh. Ah. Bis morgen, ihr Lieben. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr. Womit? Keine Ahnung. Ich bin meine, wirklich, ich sage euch, mein Schießpulver ist leer geschossen. Ich fahre auch am Mittwoch, äh, fahre ich, fahr ich auch wieder in Urlaub. Ich muss mich hier holen von sowas. Aber wir sehen uns morgen und morgen machen wir bestimmt auch etwas ganz Interessantes gemeinsam. Morgen bitte ohne Jacke? Auf keinen Fall. Das ist der ist. Und jetzt Freunde.